Ganz ehrlich, wenn ich eine Frau wäre, ich würde ständig 50er-Jahre-Kleider tragen. Aber leider bin ich ja keine Frau, aber bin ja schon über 10, 15 Jahren in dem Beruf tätig und kann euch jetzt und hier und gleich ein paar gute Outfit-Tipps zu den 50er-Jahren-Kleidern geben. Zuvor aber noch einen wichtigen Hinweis, denn das wissen nicht viele, denn bei gerade den 50er-Jahren-Kleidern, die Petticoats, die sind, oder anders gesagt, es gibt verschiedene Varianten. Und wenn ihr da ein bisschen drauf achtet und genau drauf gezielt eure Kleider darauf einkauft, könnt ihr entweder Geld sparen oder habt dann das echte Petticoat. Was ich damit meine ist, es gibt mindestens zwei verschiedene Petticoat-Schnitte oder Kleider, wie man so sagen kann. Denn ein richtiges Petticoat-Kleid hat quasi unter dem Kleid richtig viel Stoff, Tüll und Co., dass das Kleid ja richtig wunderschön fällt und aufgepuschelt ist und beim Tanzen richtig geil wirkt. Hat aber auch einen Nachteil, dass natürlich dieser viele, viele Stoff drunter auch man gerade beim Tanzen und so oder dann beim Sitzen später, wenn es warm ist, schnell anfängt zu schwitzen durch den vielen Stoff ganz einfach. Und natürlich, es ist ein wenig teurer als das andere Modell, das ich gleich beschreibe, durch den vielen Stoff. Ist ja ganz normal. Aber wer wirklich ein richtig echtes Kleid haben will mit Petticoat, dann wirklich darauf achten, dass das ein ja richtig aufgepuschter Kleidrock unten drunter ist, weil ja, das wirkt einfach wunderschön und ihr seid dann wirklich Prinzessin-like. Die andere Variante, also es gibt eigentlich noch mehr Abstufungen, aber die ganz radikale Variante von dem Petticoat ist dann, wenn wirklich nur vorne am Kleid ein kleiner Streifen mit Petticoat, mit Tüll rangenäht ist, dass es so aussieht, als wäre es ob. Hat auch seine Vorteile, kann auch meistens sehr gut aussehen. Natürlich der Vorteil ist, es ist luftiger, man schwitzt nicht so schnell, es ist günstiger, weil nicht so viel Stoff quasi gebraucht wird beim Nähen, ist aber kein echtes Petticoat, wenn man es mal so ausdrücken will. Und es fällt dann auch halt nicht so schön. Heißt aber nicht, dass es schlechter aussehen muss. Das hier an der Stelle, damit ihr mal Bescheid wisst, was ihr da verschiedene Modelle, Möglichkeiten ja kaufen könnt. Nicht, dass ihr dann nachhinein enttäuscht seid. Da habt ihr, sage ich mal, jetzt hier bei Amazon gelesen, hier Petticoat-Kleid, bla bla bla. Und dann bestellt das und dann stellt ihr fest, so, das ist ja nur billig reingenäht, Anführungsstrichen billig. Aber einfach darauf achten, da gibt es leichte Unterschiede. Und jetzt kommen wir zu den Outfit-Tipps. Das 50er-Jahre-Kleid oder Allgemeinkleider sind natürlich schon ein komplettes Kleidungsstück, ja, alleine schon, man kann da eigentlich gar nicht mehr viel machen, denken die meisten. Aber das stimmt nicht, denn gerade bei Kleidern kann man mit Accessoires richtig viel nochmal rausholen und eins obendrauf setzen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was man da noch rausholen kann. Das sind meistens wirklich die kleinen Details. Um ein paar Sachen mal aufzuzählen, man fangen einfach vom Kopf bis Fuß an. Viele, gerade heutzutage, denken gar nicht mehr dran, sich einen schönen Hut mal zuzulegen. Gerade bei den schönen Kleidern. Es gibt so schöne 20er, 50er Jahre Hüte oder auch die ganze Epoche durch. Einfach mal ausprobieren und mal googeln danach. Oder ich verlinke euch was unten in der Videobeschreibung oder unterhalb vom Video im Bericht, was es da für Hüte gibt. Ja, fangt an, euch mal einen schönen Hut zuzulegen. Das muss nicht ein Riesenhut sein. Es gibt auch so kleine Ansteckhüte, die quasi nur als Zierde da sind oder auch einfach nur eine Schleife, eine große Schleife ins Haar oder eine große Orchidee. Ihr merkt, es geht wirklich nur um kleine Accessoires. Fangen wir eine Stufe weiter unten drunter an. Die Haare, man kann mit den Haaren sehr, sehr viel machen, aber das mal an einer ganz anderen Stelle, weil da könnte ich wirklich jetzt wieder erzählen, ob mit Locken und wie der Schnitt und das nochmal extra, verlinke ich euch auch untenhalb vom Video. Aber wie gesagt, an den Haaren könnt ihr richtig viel machen, auch bei den kosmetischen Schminksachen, gerade wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt beispielsweise auf eine 50er-Jahre-Party und wollt wirklich so aussehen, roter Lippenstift, ein bisschen Rouge drauf, dass die Hautfarbe ein bisschen blasser wird, das war damals so. Aber auch da, wenn ihr Spezialfragen habt, beispielsweise ich habe ein Date abends und dahin, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich euch einen Tipp geben, was ihr dann dazu am besten anziehen könnt. Am besten mal noch einen Link oder ein Foto zu posten. Ja. Was ihr schon anziehen wollt, wo ich euch empfehle, zieht vielleicht die Schuhe an oder macht euch die Haare so. Nutzt die Kommentarfunktion, weil diese individuellen Sachen kann ich jetzt gerade hier live nicht machen. Also was heißt live?
Live kann ich es dann in den Kommentaren machen. Ihr versteht, was ich meine. Gehen wir weiter runter. Halsketten und Schmuck. Ohrringe war damals gar nicht so verbreitet, also gab es, aber nicht so krass. Aber was sehr oft getragen war, sind natürlich Perlenketten. Gerade weiße, große, aber auch kleine. Das kommt darauf an, auf deine Figur. Dazu später, was man noch machen kann, um halt wirklich schlanker auszusehen mit seiner Kleidung. Gibt es auch noch mal extra Video. Jedenfalls mit den Accessoires, Ketten, Kettenperlen. Da kann man auch nochmal schön eins draufsetzen. Dann wieder eine Etage tiefer. Wenn ihr zu Hause schöne Stoffbänder habt, breite oder auch schmale, mit Punkten gemustert oder auch, wo die Farbe auch gleich ist, da einfach euch drum binden, eine schöne große Schleife machen. Hat gar nichts so großartig zu sagen, ob ihr jetzt die Schleife links oder rechts tragt oder auch hinten kann man das machen. Also da wieder einfach ausprobieren. Wenn man dann nochmal eine Stufe weiter runter geht. Gut, eines habe ich mal noch vergessen. Handschuhe. Auch ein sehr schönes Accessoire, so Spitzenhandschuhe, gar nicht dick, also nicht, dass sie anfangen zu schwitzen dann im Sommer oder so, aber so Spitzenhandschuhe, sieht auch wunderbar so ein Kleid aus. Nicht zu jedem Anlass, aber wenn ihr abends weggeht und gerade vielleicht auch ein bisschen schicker, absolut, empfehle ich euch. Ja, und dann natürlich noch schöne hochragische Pumps, die eure Beine dann schön zur Geltung bringen. Auch wenn ihr, sage ich mal, ein bisschen dickere Beine habt, bei so einem Kleid dann vielleicht ein kleines bisschen längeres Kleid wählen und dann mittelhohe Pumps auswählen, dann habt ihr auch eine schlankere Wirkung von den ganzen Beinen. Ihr seht, mit den Accessoires kann man so viel machen, aber hier bitte ich euch darum, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt mir eure Fragen, was ihr vorhabt, welche Location ihr besuchen wollt, also beschreibt es ein bisschen und ich gebe euch dann natürlich live die Tipps, was ich euch empfehlen würde. In diesem Sinne mache ich dieses Video auch Schluss, weil die richtig, richtig guten Tipps habe ich wie immer unterhalb vom Video reingeschrieben, wo ihr alles nachlesen könnt, die ganzen Accessoires-Tipps, dazu mehr unterhalb vom Video meine ich, und lest es euch durch und ich freue mich dann auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ein Like. Und ihr erfahrt da auch noch, wo und wie ihr es am günstigsten kaufen könnt. Da habe ich auch euch noch ein paar gute Shops rausgesucht, denn man kann auch locker 40%, 50%, 60% sogar noch manchmal sparen, wenn man weiß, wo und wie. In diesem Sinne, vergesst mir nicht hier oben ein Like zu geben, also ein Abo zu geben, wenn ihr noch mehr Input haben wollt für Fashion und Lifestyle. Und die Daumen sind natürlich auch mal gerne gesehen und wünsche euch mit eurem 50-Jahre-Kleid einen richtig schönen Abend oder auch Tag. Und ich beneide euch wirklich, denn wenn ich eine Frau wäre, ich würde ständig so ein Kleid tragen. Die sind so geil. In diesem Sinne, schönen Tag noch.